Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon XD, der dunkle Sturm, mit mir und euch. Was für ein Blick, das sagt alles, du kennst meine wahre Identität. Aber was du noch nicht kennst, ist meine Kampfkraft. Und die ist over 9000! Alles klar. Es gibt Dinge, die du besser nicht wissen solltest, mein Junge. Alles klar. Edna. Krabappel, wir regeln das jetzt. Chappet und Teddiosa. Ha, Teddiosa habe ich auch. Chappet hätte ich gerne. Finde ich nämlich ziemlich cool. Bennett ist ein geiles Pokémon. So, bis auf Chappet und du machst einen Tempo-Weep auf Teddiosa, dann dürfte das beides gelaufen sein. Pack. Das ist doch mal ein Matchup, wie ich es mir vorstelle. Dilladin. Puncher Rechte 25. 70 Angriff. Das ist nice. Corazon. Corazon ist so süß. Dilladin. Hätte ich auch gerne. Aber nicht im Team. So einfach nur so. Ich hab's auf meiner XY in Shiny. Habe ich mir mal irgendwo aus dem Teich gefischt. Richtig cool. Ist anstatt rosa in hellblau. Sieht auch ganz nett aus. So, Konfusion. Und hier gibt es noch ein Tempo-Hieb. Alles klar. Pack. Ah, das Gestein-Bulk. Naja. Ist ja vorbei. Sei nicht traurig, mein Kleines. Geh in deinen Ball zurück. Dilladip. Ganz viel Erfahrung für alle meine Pokes. P-O-K-S. Edna ist voll pissig. Glaube ich. Warum konntest du unser Tun nicht einfach ignorieren? Warum sollten wir? Wieso? Wir? Ja, warum sollten wir? Wir. Alle. Drei Hyperbälle. Boah, das war mal ein netter Snack. Das geht ja voll klar. Hier, Opa. Na, na, warum denn die Hetze? Bist du in Eile oder was? Was? Du fragst, ob ich echt bin? Wie unhöflich. Wie könnte jemand, der so attraktiv ist wie ich, nicht echt sein? Das frage ich dich. So, der ist wirklich echt. Ich dachte, der verarscht mich. Dieser Lutschgolben. Aber nicht schlimm. Ist hier noch irgendwer? Nein, kann ich hier pennen? Ach klar, ich konnte ja hier ins Pokémon Center. Ha! Lol, hier gab es gar kein Pokémon Center, aber hier war ja dieses Haus, wo ich mich immer hinlegen konnte zum Schlafen. Voll nett. Der Primus-Typ, den bekämpfe ich gleich. Hier ist noch einer und hier ist noch ein... Absol! Du findest, ich sehe verdächtig aus? Schwupps. Haha, auf deine Menschenkenntnis ist Verlass. Ich bin scheiße nochmal 10. Oder so. Als ob ich schon groß Menschenkenntnis hätte. Pfiffien und Magnetilo. Ja. Da stellt sich mir die Frage, was greife ich an? Also Puncher ist klar, der geht aufs Magnetilo, aber mit was für einer Attacke greife ich das Pfiffchen an? Ich mach mal einen Ruckzuck-Hieb. Zur Not, wenn gleich irgendwas kommt, was Psyana umhauen kann anstelle von Magnetilo, dann kann Kapels ja das Pfiffchen übernehmen. Bam! Nöd. Ja, ist mega. Also ich kann echt sagen, meine Pokémon haben hier richtig... Nein! Oh nein, wie gerne hätte ich dich gehabt, Stern, du. Ich weiß, es gibt hier ein Starmie oder so ähnlich. Ich weiß, dass man hinterher eins haben kann. Glaube ich, hoffe ich. Ich meine, es war so. Oder war das im Kolosseum? Ich bin verwirrt. Ach Mann, ist doch blöd. Egal, dann machst du jetzt auf jeden Fall hier erstmal auf Stern, der hoffentlich noch keinen Psychotyp hat. Ich glaube, der kommt erst mit Starmie. Ernsthaft? Der Tempo-Hieb geht nie daneben. Oder kam gerade ein Sandwirbel, den ich übersehen habe. Weil ich auf Sterne fixiert war. Oder so gut davor war. Keine Ahnung. Stern ist auf jeden Fall jetzt Geschichte. Ich hätte es viel lieber im Team. Das wäre echt noch eine richtige Bereicherung für unser Team. Stern, du ist geil. Das ist stark, schnell. Absol, das wäre noch geiler, bitte. Nein, warum nicht? Warum zeigt ihr mir das und lasst mich dann hier einfach stehen? Hm,
Na, ich glaube, das ist das Beste, was ich tun kann. Hoffentlich. Was ist los? Was habe ich getan? Oh, halt, nee. Ich dachte gerade, warum zur Hölle ist Tempoheap nicht vorher? Aber Ruckzuckheap ist ja auch schnell. Hat ja auch eine Prio. Und da wahrscheinlich Psyana schneller ist als Kappels. Und jetzt gibt's erstmal Pack ins Gesicht. Und tschüss. Boah, ich hätte Absol so gerne im Team. Das wäre richtig geil. Kryptoknecht Kuno. Lass es dir gesagt sein, eines Tages gehört die Stadt Team Krypto. Ja, nee. Nee. Nee, gibt's nicht. Gibt es nicht. Erstmal Pokémon heilen. Ah, ich leg mich mal aufs Ohr hier. Dim, dim, dödödin. Ich frag mich, wie lange die eigentlich schlafen. Wo ist meine Frau überhaupt hin? Weg? Keine Ahnung. Hey, dich kenne ich doch von irgendwoher. Vom Kryptolabor vielleicht? Ach Quatsch, ich bin ja Primus. Ha, ich kann dich ja gar nicht kennen. Hallo mein Freund, ich bin Primus, der Streiter für Gerechtigkeit. Wenn du einen Rat brauchst, dann bist du bei mir goldrichtig. Wie, ein Labor in der Wüste, sagst du? Davon habe ich noch nie gehört. Du glaubst mir wohl nicht. Schwing, Rubex. Du mieser kleiner Schnüffler, warum musst du dich überall einmischen? Weil's Spaß macht, ho. Warum sollte ich sonst machen? Schneckmark und Klamauk. Alles klar, die dürfen mit zwei relativ schnellen Attacken schnell umfallen. Also das Flammkörper Schneckmark möchte ich jetzt nicht haben. Deswegen werde ich auf jeden Fall Konfusion einsetzen und Schneckmark weghauen. Das dürfte chillig sein. Aber der hat doch gar keine Pokémon mehr. Ich glaube, wenn ich die Pokémon bei denen an der Kryptobasis nicht geklaut hätte, dann hätten die die jetzt hier. Oder so ähnlich. Ja, das reicht wenigstens. Ja, spezielle Attacken gehen sowieso immer besser. Weil, ist irgendwie besser. Ha, 5 Damage. Serious? Egal, finde ich cool. So, komm, ruckzuck hiebe das eben weg. Und dann sind wir auch schon durch mit dem Laden hier. Psyana hält Erfahrungspunkte. Kappels erreicht Level 26. Das ging ziemlich flott. Rubex. Du bist unser schlimmster Albtraum. Alles klar, merke ich mir. Pah, du bist so bescheuert. Was? Ja, das war jetzt aber echt gemein. Oh. Kampf-CD 19. Oh nein. Diese Kackdinger, stimmt, die lassen die ja jetzt nachher alle liegen. Oh. Kamaub ist fertig. Geil. Was ist hier? Ein Opa. Hallo Kindchen, das Stadion da oben brauchen wir jetzt nicht mehr. Seit der Lagerturm steht, werden wir hier keine Kämpfe mehr austragen. Hä, na und? Lass mich da trotzdem durchgehen. Egal, nicht weiter wichtig. Hallo. Das Bürgermeisterhaus ist gleich da drüben. Da fällt mir auf, dass ich ihn schon lange nicht mehr gesehen habe. Ob er vielleicht weg ist? Ja. Ich bin Primus. Wir sind 6 an der Zahl. Primus mal 6 sozusagen. Und weil wir 6 sind, sind wir auch 6 mal präsenter und 6 mal attraktiver. Wir sind 6-fache Stars. Da-da-da-da. Verdex. Hallo Kleiner, ich mache dich fertig mit meiner 6-fachen Kraft. Du bist erstmal alleine. 6-fache Kraft habt ihr nur, wenn ihr auch wirklich zu 6 seid. Und dann habe ich ja schon auf XY rausgefunden, dass man auch im Multikämpfen verlieren kann. Mirapla und Tuska. Tuska hat noch gar nicht den Unlichttyp, ne? Bisschen blöd. Aber nicht weiter tragisch. Weil wir eigentlich hier auch wieder schnelles Spiel machen können. Das geht eigentlich immer richtig gut klar. Von daher. Bong, Tuska weg. Mirapla fällt gleich auch um. Dann sind wir alle wieder happy. Noch ein Knilz. Tja. Guck dir mal an, was ich schon habe. Blutwurzel.
Nee, es ist irgendwie witziger, wenn ich das Kapilz das Knilz umhauen lasse. Oh. Es hat überlebt. Die Frage ist, wie lange? Bam. Ja, Luturzel, One-Hit, war klar, Psyana OP. Gar keine Frage. Tanzer, again. Warum hat er eigentlich so viele Pokémon? Das gefällt mir nicht. Egelsam, wie chillig, warum hat meiner das nicht gelernt? Wie ungerecht. Nee, das finde ich echt fies. Mein Knilz konnte das nicht. Ich finde Egelsamen ehrlich gesagt nützlicher als Megasauger. So, jetzt musst du das Tanzer noch eben schnell erledigen. Ich hoffe, das passiert ziemlich flott. Ja, sehr sauber. Weil dann kriegen wir nämlich nicht nochmal Schaden vom Egelsamen. Und können dann direkt den nächsten Gegner aufsuchen. Ich spüre die große Enttäuschung gleich sechsfach. Ja. Ja. Ja, vielleicht ist das so. Du hast unsere überwältigende Bruderliebe noch nicht gesehen. Habe ich auch nicht. Ah. Ja, gib mir die CD. Ich vergesse immer, dass sie die liegen lassen. Ich vergesse das jedes Mal. Hallo, Luda. Du bist noch zu jung, um das zu verstehen, aber Frauen mögen Schnösel. Deshalb dachte ich, als Primus liegt mir die ganze Frauenwelt zu Füßen. Aha. Aber die ganzen Weiber hier sind meine Komplizen. Die kennen mich alle. Da macht Anbaggern keinen Sinn. Wo du recht hast, hast du recht. Innerhalb der Firma sollte man sich auch keine Freundin aussuchen, weil das gibt nur Stress, wenn die Beziehung auseinandergeht. Smogon und Slimer. Das ist wahrlich unschön. Für mein Matchup mit Kapilz. Aber ich lasse das einfach Psyana machen. Tü-düm. So, Konfusion auf Slimer bitte. Und du machst mal ein Tempo-Heap auf Smogon. So, einfach mal reinhauen. Bringt sowieso nichts. Psyana regelt das nachher sowieso alles im Alleingang, glaube ich. Oh, halt mal kurz, mir fällt gerade auf, dass es das vielleicht gar nicht muss, wenn mein Trasler schon ein bisschen Erfahrung gekriegt hat. Dass es irgendeine Attacke wie ebenfalls Konfusion gelernt hat. Das wäre natürlich cool. Oder Psystrahl. Boah, wie gut die Attacke wäre. Tentafa. Kann ich auch nichts machen. Das ist zum Heulen. Giftwolke, Dreck. Oh, es geht daneben, was ein Glück. Psyana, du wirst Konfusion machen auf... Ich habe keinen Bock auf eine Giftwolke. Und du gehst mal auf Psyana. Auf Psyana, auf Trasler. Eigentlich völlig egal, ob sie jetzt eine Attacke kann oder nicht. Ich möchte es mal im Kampf einsetzen, dass es sich vielleicht mal entkryptoisiert. Und dann kann ich mit diesem Pokémon auch bestimmt ein bisschen kämpfen, weil es sich ja dann zu Kirlia direkt entwickelt auf 20. Oder in dem Fall auf 21. Wäre natürlich ganz cool. Zubat. 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 Habe ich auch schon irgendwo. Bodyguard bringt es dir voll nicht. Du fällst so instant um. Und du auch. Du brauchst gar nichts rumzuflattern. So, Konfusion auf Tentacha und du machst Reflektor, Sirius, Kryptowelle. Ich dachte, es könnte vielleicht schon irgendeine Psycho-Attacke. Das wäre natürlich geil gewesen. Aber leider ist das nicht so. Ich glaube, ich werde jetzt gleich ein bisschen Kapilz mit Trasler zusammenkämpfen lassen. Allein schon aus dem Grund, dass Trasler dann die Erfahrung bekommt, die es braucht, um sofort auf Level 21 zu steigen für die Entwicklung. Und ja, damit Kapilz im Level auf Psyana aufholen kann. Das ist natürlich auch nicht zu verdenken. Ja, Kryptowelle ganz normal. Alles klar, wird geregelt. Gut, dann halt ohne Kryptowelle.
Eigentlich umso besser. Diese Animationen dauern echt lange. Oh Mami, ich habe verloren. Ja, das ist wahrlich der Fall. Du bist nur ein Kind, aber für einen alleine bist du zu stark. Pokeplatz-Sensor meldet sich. Ist mir jetzt aber gerade vollkommen Wumpe, weil habe ich gar keinen Bock hinzugehen. So, hier müssten noch irgendwo auch noch welche sein. Ne, da war ich schon. Da waren, glaube ich, 3 Hyperbälle drin. Hier noch irgendwo jemand. Ne, hier ist der Opa. Da müsste gleich die Tante stehen. Hier ist noch einer. Yeah, ich bin Primus. Ich bin der stärkste von allen und außerdem der beliebteste Typ in ganz Fennec. Ich sehe sogar ohne Verkleidung wie Primus aus. Nein. Sieh mich nur an. Ich sehe doch so cool wie Primus aus, nicht? Na los, mit dir nehme ich es leicht auf. Das sehen wir ja noch. Ha, ich habe vergessen, meine Pokémon zu wechseln. Mein Fehler. Sepa und Goldini. Das klingt doch mal vielversprechend. Nicht. Problem ist allerdings, Goldini kann Hornattacke und dürfte Trasla ziemlich zusetzen, wenn ich es jetzt eintausche. Deswegen werde ich mit Kappels versuchen, das Goldini umzuhauen. Und zwar ziemlich flott. Mit einem Tempohieb dürfte das noch gar keine große Sache sein, denke ich. Wenn das nicht reicht, dann wäre das natürlich schon echt Macke, aber... Also, für Kappels, mich juckt's jetzt nicht. Aquahülle, ha! Was bringt das? Och nö! Kappels, ernsthaft? Oh nein, das ist noch schlimmer. Ha, 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 bist du dumm. Silberblick, das bringt auch nichts. Ja. Goldini wird auf jeden Fall weggeholzt, weil das kann auf jeden Fall auch eine Flugattacke, die Kappels ordentlich zusetzen könnte. Von daher auf jeden Fall erstmal das Goldini weghauen. Was ist geschehen? Psyana erreicht Level 29, alles klar. Tarnhell. Boah, das hätte ich ja echt gerne, ne? Kannst du mir das mal bitte geben? Nein. Kack. Boah, was? Ob das so einen Schaden macht? Okay, das ist aber auch brutal. Ja, ich kann nur hoffen, dass Tarnhell das, das Trasla nicht umhaut. Weil Sepa müsste jetzt drauf gehen, ja. Bitte, Tarnhell, mach irgendwas Blödes. Du kannst das. Ich weiß, dass du sowas Blödes kannst. Okay, das war nice. Nein, das ist nicht blöd. Oh, das geht daneben. Das ist super. Kryptowelle und du machst ein Tempo-Eve. Scheißegal. Kampf vorbei. Woo. Ungezogenes Blag. Ah. Ja, blöd gelaufen. Blöd gelaufen. Hättest du dich mal nicht als Primus verkleidet. Wenn ich ernst mache, dann könnte es schlimme Folgen haben. Deswegen wollte ich es ruhig angehen. Kampf CD 16. Alles klar. Gucken, wo der nächste ist. Ist er hier? Nö. Alles klar, dann sind die nächsten oben oder hier in dieser Prima-Arena oder sonst wo. Ich werde jetzt erstmal meine Pokémon heilen, dann werden wir hier den Part beenden. Weil für noch einen Kampf wird es, glaube ich, nicht reichen, zeitlich. Und deswegen machen wir heute mal eine Minute früher Schluss. Nicht mal. Ich gucke gerade auf die Uhr, wir sind noch relativ hart im Zeitplan. Alles klar, ich bedanke mich erstmal bei euch dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Part wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Pokémon XD, der dunkle Sturm mit mir und euch. Macht's gut bis dahin, Leute. Und tschüss.